So, herzlich willkommen zurück bei Gothic 1. Wir müssen jetzt diesen Dusty zum Lager der Sekte bringen und das machen wir natürlich jetzt auch. Den bringen wir jetzt einfach dahin und dann war's das. Wir haben ja in der auf dem Weg dahin schon fast alle Monster getötet, also von daher sollte es eigentlich hier keine Probleme mehr geben. So. Und auf dem Rückweg können wir das probieren, dass wir nochmal gegen die Warane da kämpfen. Denn wir haben ja jetzt mittlerweile eine andere Schwungtaktik der Waffe. Also das sollte ja jetzt vielleicht funktionieren. Da kommst du auch mit? Gut, der Junge. So. Kommst du? Jupp. Du. Ja, wie gesagt, diese Wege, die sind ganz schön anstrengend. Da gibt es später auch noch eine andere Möglichkeit. Sogar zwei Möglichkeiten. Aber da kommen wir später zu. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Ich sag da jetzt halt nur lediglich, dass es da zwei andere Wege noch hinter später gibt. Und ja. Vielleicht sogar drei Wege. Man weiß es nicht. Oh, kommst du? Ja. Immer aufpassen, dass er hinter euch herläuft. Denn sobald der einen gewissen Abstand zwischen euch hat, dann läuft er in die Walachei rein. Da kann dann sein, dass er im Wald reinläuft, in den Fluss da reinläuft. Die haben irgendwie eine komische künstliche Intelligenz. Ich weiß es nicht. Statt dass die da stehen bleiben, also bei mir zumindest, laufen sie dann irgendwo hin. So. Oh, auf die Warane jetzt hier aufpassen. Dann sollte es aber funktionieren. So. Gleich müssten wir da sein. Kommst du? Ja. Oh, da haben wir was vergessen, seht ihr? Ich hab's noch im Augenwinkel gesehen. Heilkräuter. So, gleich sind wir da. Dann liefern wir den Dusty aus und kriegen natürlich wieder super fette Erfahrungspunkte. Das ist in diesem Spiel ja hier recht, haben sie recht gut gemacht und auch in den nächsten Teilen, dass man für jeden Scheiß Erfahrungspunkte kriegt. Finde ich aber auch gut so, weil dann levelt man schön ordentlich, ne? Also, schon nicht schlecht. So, Dusty. Seht ihr, wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ich wollte gerade sagen, seht ihr, jetzt ist er wieder weg. So, gleich sind wir da bei dem Guru und dann haben wir auch seine Stimme. Ja, komm mal her. Ja, da sind Templer. Und jetzt müssen wir einfach nur geradeaus hier und dann sind wir ja schon da. Das ist echt super. Ab und zu mal umdrehen, auf den Dusty aufpassen, weil, wie gesagt, eben wollte er schon weglaufen. So, Dusty, dann kommen wir hier hoch. Genau. Dann sprechen wir mal mit dem Typen hier. So, ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Cor Kalom soll dir die Robe geben. So, wir haben eben satte 500 Erfahrungspunkte bekommen. Nur, dass wir 100 Erz gezahlt haben für den alten Lager und den Typen hierher gebracht haben. Das ist echt super. Hat sich vollkommen gelohnt, finde ich. Wie spät haben wir es eigentlich? 10 Uhr. Vielleicht können wir ja unsere Ration abholen.
Das wäre ja super. Fortuno. Ich will meine Ration. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Verlass dich auf jemanden, du bist. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja, Kompadre. So, es gibt hier in dem Lager der Bruderschaft jetzt eigentlich nur noch eine Sache zu tun erstmal. Und zwar den Meister hier auf dem Tempel zu überzeugen. Ja, das kommt aber später erst, denn ich will jetzt mal zum neuen Lager rüberlaufen und möchte da die Quest anfangen, weil da gibt es eine entscheidende Quest für das Sektenlager hier, damit wir mit dem Baal reden können, aber das kommt später erst. Erstmal müssen wir überhaupt im neuen Lager anfangen. Also, das wird schon nicht feierlich. So. Dann begeben wir uns aber erstmal dorthin, würde ich sagen. Und vielleicht machen wir jetzt nebenbei hier oben die Warane, oder wir probieren zumindest nochmal. Denn es sind, glaube ich, 240 Erfahrungspunkte insgesamt. Und die lohnen sich schon. Oh. Ja, wie gesagt, diese Wege, die sind echt ätzend. Ich meine mal, wenn man so ein- oder zweimal läuft, geht es ja noch. Aber wenn man hier, wie wir in den letzten Parts, so oft hin und her rennt. Aber das müssen wir halt machen, damit wir diese Quest halt alle machen können. Ich könnte jetzt auch natürlich einer Gilde beitreten, aber dann sind die Quests in den anderen Lagern nicht mehr zu machen, ne? Und das will ich nicht. Ich möchte schon die Erfahrungspunkte haben. Damit ich so weit wie hoch vom Level komme. Na los, Varan. Oh oh. Ne, das wird nix. Das wird nix. Hilfe. Habe ich abgespeichert eigentlich? Oh oh. Ja, ich gehe noch ein Stück. So. Hatte ich eigentlich abgespeichert? Ah, ich glaube, ne? Speichern wir nochmal und dann holen wir uns ein, weil der wollte uns ja eben massakrieren, ey. So. Den einen haben wir aber ganz schön geschröpft eben. Na los, komm her. Dich kriegen wir schon. Ich wollte gerade sagen, der wollte eben nicht angreifen. Oh, müssen wir jetzt halt was essen. Das erste Mal, dass wir uns verwundet haben, richtig? Ja, was essen wir? Ich würde sagen, wir essen Fleisch ruhig, weil Tränke brauchen wir noch, das ist logisch. Oh. Und die regenerieren ja recht viel, also von daher geht das ja noch. So, speichern wir mal natürlich, bevor wir wieder draufgehen, man weiß ja nie. Ja, wir brauchen noch ein bisschen bis zum nächsten Level. Dann hole ich mal den nächsten Varan ran, würde ich sagen. Na, du kommst ja in meine Richtung schon, Kleiner. Ja, super. Oh, jetzt ist nur noch einer da. Da speichern wir natürlich auch mal ganz kurz ab. Wie gesagt, es ist immer besser, mal zu speichern, anstatt den Gegner dutzendmal neu zu machen. Das speichere ich lieber mal ganz kurz. Ist nie verkehrt. Ja. Ich wollte gerade sagen, ey, alter Schwede. Wir sollten dann auch mal lieber was essen, anstatt hier weiter zu rennen. Auch wenn es erstmal nicht viel ist, was wir essen hier. Wo ist denn der? Hab ich den über... Ach da, ich hab's eben übersehen. So. Zack. Wir haben ja genug Fleisch. Wir haben noch 77 Rohkeulen, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Deswegen haben wir noch massig. Und wir kriegen auch noch viel dazu, also von daher ist das kein Problem. Aber ich finde dieser... Ich finde, der erste Teil von Gothic, der ist, finde ich, immer noch der beste irgendwie. Ich vom Feeling, von der Atmosphäre,
von allem eigentlich richtig gut. Das versetzt sich super in diese Lage, dass man halt als Unschuldiger, weil ich glaube, wir haben ja gar kein Verbrechen gemacht, zumindest deckt sich das nie auf. Da gehe ich mal stark davon aus, dass er unschuldig ist, als Unschuldiger in eine Barriere geworfen wird. Vielleicht finden wir aber später noch mehr heraus, wieso er verurteilt wurde. Naja, und ja, wie gesagt, und deswegen wurde er ja unschuldig hereingeworfen, Stand meiner Dinge. Und ja, in so eine Lage muss man sich erstmal versetzen. Bist dann in diese Kuppel hier gefangen, das ist bestimmt echt nicht super. Das ist bestimmt scheiße, aber naja. Ist ein super Spiel, ich schweife ab, wollte ich gerade sagen, ist ein super Spiel und ja, wie gesagt, mir gefällt es unheimlich gerne, genauso wie den zweiten. Und wie ich schon gesagt habe, der dritte lässt halt nach ein bisschen, aber es geht noch und der vierte ist absoluter Bullshit, könnte man so sagen. Man kann ihn einmal spielen, aber dann war es auch, weil man so wütend ist, was die Macher da gemacht haben. Das ist, weiß ich nicht, das ist unter aller Kanone beim vierten Teil. Das ist nicht mehr würdig, als Gothic-Titel zu nennen. Die Grafik, ganz ehrlich, die Grafik und so ist auch absoluter Bullshit, wenn man die Grafik im dritten sieht. Also da hat sich nicht viel getan, obwohl der Teil, glaube ich, ja, ich weiß nicht, wann der rauskam, aber da hat auch ein paar Jahre gedauert, bis der vierte rauskam, im Gegensatz zum dritten. Also, das ist absoluter Bullshit. Naja, aber wir schweifen hier ab. Lasst uns wenigstens Teil 1, 2 und 3 genießen. Ich werde auch 4 spielen, aber mehr mit gemischten Gefühlen. Ja, und das war's dann auch. So, haben wir hier noch was? Ne. Hier haben wir schon aufgesammelt, okay. Wir wollen ja ins neue Lager. Das schaffen wir vielleicht in der Partzeit noch. Ja. Dann sollte ich da mal die Quest machen, oder anfangen. Die geben mir auch nochmal reichlich an Erfahrungspunkte. Normalerweise ist es ja so, dass man mit Level 5, also die Stufe, die wir jetzt gerade sind, schon einer Gilde beitreten kann. Weil man kann die erste Stufe, also wenn man Novize werden will, Schatten oder Bandit, braucht man Stufe 5. Stufe 10 braucht man für Gardist, Templer und Söldner. Und ich glaube, dann gab es noch eine weitere Stufe, ich bin mir aber nicht mal so sicher, ich glaube 15 oder 20. Wenn man einen bestimmten Weg eingeht, den ich auch machen werde, den ich jetzt aber noch nicht verrate, da kann man nämlich erst Kämpfer werden und dann Magier werden. Na, mehr verrate ich nicht, also das ist schon recht geil. Zwar nicht beides gleichzeitig, das ist logisch, aber man kann halt erst Kämpfer werden, man kriegt dann Gratis-Rüstung und dann Magier werden, auch eine Gratis-Rüstung. Oder eine Robe, eher gesagt. Naja, aber da dürfte auf jeden Fall auch noch gespannt sein. Wie gesagt, ich werde den Weg höchstwahrscheinlich einschlagen. Sind da zwei Varane? Ne, das ist nur einer, ne? Dann versuchen wir den einmal. Na dann. Yo! Und den Varano haben wir. Ich wollte eigentlich hier hinten lang gehen, um die Viecher zu töten. Ich brauche mal, wir brauchen ja noch fett Erfahrungspunkte. Können ja ruhig einmal wieder was essen. So. Da ist nämlich eine Blutfliege. Die wollen wir nicht mehr töten. Wir könnten auch mit dem Bogen angreifen. Aber ich, ganz ehrlich, dieser Bogen, der ist echt kacke. Der Bogen macht kaum Schaden. Also da warte ich, bis wir einen besseren Bogen kriegen oder eine Armbrust. Weiß ich noch nicht, auf was ich mich spezialisiere. Und habt da gesehen, jetzt kriegen wir auch für die Blutfliegen den Stachel. Da können wir nämlich ein weiteres Teil mit ernten. So. Komm ran hier. Na los, komm. Aua, der hat ganz schön wehgetan. Seht ihr? Da ist Blutfliegenstachel. 25 ist echt nice. Naja, man muss es ja durch zwei teilen, den Wert. Also 12,5 ungefähr. Ist aber immer noch voll fett, finde ich. So. Die ist auch hin. Und ja, müssen jetzt hier mal gucken. Kann es sein, dass hier irgendwie eine Blutfliege hier oben abgehauen ist? Nee, ne? Wird wohl nicht sein.
Wir haben eigentlich alle getötet, jetzt die Blutfliegen. Das fand ich super. Dann haben wir zumindest die Erfahrungspunkte auch. Und wir sind kurz vor Level Up. Das freut mich. Dann können wir nochmal die Scavenger hier ein bisschen schröpfen. Sagen hier, hört man irgendeine Fliegen rumsummen. Naja. Geil, töten wir mal die Scavenger. Hier brauchen wir auch keine Angst haben. Die können nichts. Die waren mal für uns stark, aber mittlerweile sind die nicht mehr das, was sie mal waren. Aber wie gesagt, das wird... ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich nehme noch auf, ne? Ich habe gerade irgendwie was Falsches gedrückt. Scheiße. Naja, die Partzeit ist jetzt eh vorbei. Ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch aufgenommen habe. Ich fahre hier einfach noch weiter. Ich sammle das hier nochmal kurz mit auf. Ansonsten erwähne ich das im nächsten Part nochmal, dass ich hier dies aufgesammelt habe. Das habe ich eben falsch gedrückt. Das ist scheiße, das tut mir leid. Na egal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.